Ja, hallo liebe Halo-Fans, ich bin Illuminaton 400 und hier seht ihr mein erstes Commentary. Wer mich nicht kennt, will ich mich mal ein bisschen vorstellen hier. Ich bin der Illuminat 1400, das ist mein Gamertag. Ja, ich habe mit Halo Reach angefangen, Halo zu zocken. Bin auch immer dran geblieben. Ich spiele jetzt nur noch Halo, Halo Reach, Halo 4. Früher habe ich auch ein bisschen LAN-Partys gespielt. 1 gegen 1 natürlich Halo Wars. Aber das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Tja. Nun zum Gameplay. Das ist hier Big Team Battle 8 gegen 8 natürlich. Auf Longbow. Muss ich überlegen. Da bin ich gerade mit dem Mutter gestorben. Das erste Mal. Ja, vielleicht habt ihr meinen Namen auch schon mal gehört. Falls ihr meinen Forge-Channel gesehen habt, wo ich halt Halo 4 Maps vorstelle, die ich mit meinem Kollegen oder er selbst gebaut habt. Aber wenn nicht, könnt ihr es ja auf diesem Channel tun. Auf diesem Kanal werde ich Pläne für Halo 4 Turniere präsentieren, natürlich sie auch selbst ausführen. Natürlich kann jeder mitmachen, doch es haben sich noch nicht so viele gemeldet. Da hatte ich gerade richtig Glück gehabt mit der Rakete, sonst hätte er uns beide mitgerissen. Das wäre ein bisschen doof. Von mir auch. So, da kommt einer. Ja, den ersten Schuss verfehlt. Ja, der ist tot. Und ich natürlich auch. Muss ja sein. Ja. So, nehmen wir den FG. Sagen, hey, warum nimmt er SMG? Ja, kommt sofort einer mit einer Sniper und ich bin tot. Ich mal langsam, aber die Waffe ist ja viel besser geworden, viel präziser, meiner Meinung nach. Statt in Halo Reach oder 3, da der erste Kill, da habe ich den Nachschub. Da hat einer einen Sniper. Da habe ich nochmal Glück gehabt, wirklich Glück gehabt. Double Kill und ein Triple Kill. Ja, gut. Weiter geht's. Da kommt noch mal ein Nachschub für mich. Leider ein bisschen zu spät für einen Overkill. Aber jetzt ein Killing Spree, das ist ja auch nichts Schlechtes. Alles nur mit einem MG. 5 Kills. Ja, da war ich ein bisschen dumm, muss ich sagen, dass ich da nicht einfach rausgehe. Da. So, hole ich mir die Sniper. Das war in diesem Moment auch ein Fehler, weil ich richtig schlecht bin mit dieser Snipe. Natürlich hier mit der Binary Snipe ist das natürlich leicht. Nur ein Schuss, ein Kill, sofort. Da macht einer den gleichen Fehler, wie ich den gerade gemacht habe. Da habe ich Glück gehabt, dass er ein No-Shield war. Okay, das habe ich nicht verstanden. So. Ja, da sieht man, wie gut ich mit der Snipe umgehen kann. Aber ich bin. Das Gameplay ist ja schon 3 Monate alt. Aber trotzdem war das schon ganz schön peinlich. So. Da habe ich noch einen One-Shot gequittet. Ah, meine Lieblingswaffe gegen Ghost natürlich auch. Wo ich gerade gesagt habe, dass er übersteckt ist. Da. Da. So, jetzt nehme ich meine zweite Lieblingswaffe. In diesem Moment kannte ich die Welga noch gar nicht. Welga. Genau, und ich schnappe nicht die SRG, die wollte ich natürlich auch nicht. Guter Schuss, sehr präzise auf dem Gegner. Auf dem Gegner übrigens, ne? Ja, da bin ich sofort gestorben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gut findet an Halo-Videos.
Zum Beispiel Montagen, weitere Commentaries oder was weiß ich. Schreib es mir einfach in die Kommentare. So. Natürlich möchte ich mit diesem Kanal auch bewirken, dass die deutsche Halo-Community auf YouTube nicht aussteht. Das hört man ja von vielen Kommentatoren auf YouTube, dass es einfach viel zu wenige sind. Und jetzt bin ich hier. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch adden oder so. Wir können zusammenspielen. Ich habe jetzt nicht so viele Freunde, die momentan Halo 4 spielen. Gibt's ja heutzutage, dass wir hier kein Halo spielen. Aber es ist dann halt so. Die haben früher alle Reach gespielt und kaufen sich nicht Halo 4. Was ich sehr schade finde. Da war ich zu langsam. Oder gar nicht. Eher gesagt, am Schuss. Ja, jetzt auch noch einer meiner Lieblingswaffen. Natürlich mit meiner Lieblingswaffe. Aber ich kann schon mich da auch noch nicht aus. Wie ihr seht, sehe ich hier, spiele ich hier mit der Allianz Karabiner, dem Allianz Karabiner. Momentan spiele ich nicht mit der. Ich habe die immer gespielt, weil die immer schön langsam ist, aber ja, genau, schön langsam, ne? Schießt ja schön langsam. Nein, weil sie schön schnell und präzise schießt. Jetzt spiele ich momentan mit der TMR oder BR. Ich werde nicht sagen, welche Waffe besser ist, denn ich habe immer Streitigkeiten gehört bei diesem Thema, aber das ist mal völlig egal. Und nochmal jemanden, die Bazooka geklaut, nachdem ich ihn erschlagen habe. Ja, nochmal einen Schuss gefällt und zwei. Ja, das war perfekt meinerseits. Ja, immer gut. Munition haben. Ja, ich bin einfach reingeschwimmt, das war ziemlich dumm, aber wenigstens ein Kill gemacht. Das war ziemlich knapp. Haben wir schon auf dem Fahrrad. Aber er stirbt nicht. Ja. Das war nicht so schlau, da einfach stehen zu bleiben. Ich glaube, ich habe es einfach gar nicht gesehen. Aber da habe ich noch einen getötet. Trotzdem ich fast no. Shield war. So. Eine hohe Position suchen. So. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum ich dieses schöne Gameplay, wo ich perfekt gespielt habe, nehme. Also. Weil ich fand das einfach lustig, dass ich zu viele. Mehrere Abschüsse mit speziellen Waffen gemacht habe, wie zum Beispiel jetzt mit dem Spartanlaser. Und jetzt der erste Kill. Bumm. Bumm. So. Noch ein Ghost und. Ja, zwei Ghosts hintereinander. Das ist schon ganz schön. Kein Double Kill, aber. Der dritte Abschuss gegen einen Spartan. Und nochmal den vierten Abschuss. Gegen ein Fahrzeug. Und wieder Killing Spree. Nichts Besonderes, aber ist ja immer ganz lustig, den zu haben. Ja. So. Was mache ich da? Okay. Spiele ich mal gegen Leute, die Spaß haben mit dem Warthog. Die sollen keinen Spaß haben. Hey, geht weg. Ja, da habe ich den am Geschütz getötet. Das ist immer. Ja, da fährt er jetzt sinnlos rum. Was macht er da? Aber jetzt ist er ja tot. Ja, das finde ich immer ganz lustig, wenn die immer wechseln und der Schild von dem anderen ist fast wieder aufgeladen.
was hat er da gemacht? Ja, dieser Moment geht in meine Karriere an, denn ab jetzt lade ich immer nach und das ist jetzt nicht ziemlich schlau, weil ich zu oft nachlade. Das kennt vielleicht jemand von euch, vor allen Dingen im SWAT. Da ist es ja ziemlich dumm nachzuladen, obwohl man nur 3 Schüsse versammelt hat. So, das ist schon das Ende von diesem Commentary. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Tipps geben könnt in die Kommentare. Weil das ja mein erstes Commentary ist und ihr möchtet mich natürlich verbessern. Also, wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Channel. Und bis später mal. Tschüss. Oh,